vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhka. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MySummelCast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Montag eine neue Folge steht an. Und wir werden heute mal ganz entspannt uns erstmal um unsere Bedürfnisse kümmern. Denn wir haben es jetzt schon mittlerweile kurz nach 14 Uhr. Und dann werden wir zusammen ganz entspannt in die City mit dem Satsuma düsen. Dort werden wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge umsteigen. Und zwar genau da in unseren Gülle-LKW. Und dann werden wir am Mittwoch, denke ich mal, die Gülle-Kunden machen. Und spätestens hier in Loppe, wenn wir diesen Kunden gemacht haben, werden wir bei Fletari noch unsere Felgen holen, unsere GT-Felgen. Da haben wir in der letzten Folge am Freitag den Anruf gekriegt, dass ja unsere Bestellung endlich abholbereit ist. Dann werden wir dann unsere Reifen holen, werden die restlichen Güllekunden machen und am Freitag, denke ich mal, werden wir dann die restlichen Güllekunden da wieder abgeben zur Entsorgung und dann haben wir wieder einen neuen Kontostand und wir haben erstmal unsere Güllekunden wieder abgearbeitet und ein bisschen Cash in die Tasche gemacht. So, und es fällt mir gerade wieder ein, ich wollte eigentlich mal... Ich wollte eine Mod installieren. Ich hab's vergessen, ich bin ehrlich. Ich das sehe, das wirkt mich irgendwie leicht. Das ist nicht appetitlich. Nee, ja. Zack. Durst ist, naja gut, Durst ist gestillt, aber wenn ich jetzt was esse. Oh, kommt kein Durst, okay. Aber unsere Blase platzt gleich, so, passt auf. Zack. So. So, die Spüle natürlich. Pssst. So, ja. Könnte ich mich immer noch amüsieren drüber. So, dann zack. Ausgezogen haben wir uns natürlich schon vorher. So, einmal waschi. So, wir sind schon fertig. Ein bisschen das Wasser gelassen. So, angezogen, fertig, feierabend. So, pass auf. Dann würde ich sagen, Sesam, öffne dich. Sesam, schließe dich. So. Wie nimmt das mal Frosty Sabo mit? Zack. Und wir nehmen das Frosty Sabo mit. So. Und Schatten dicht. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder den Motor warm laufen lassen. Unsere Grille hat sich mal wieder nach vorne bewegt. So. Bezahlt hat man ja schon, ne? Geldkoffer. Ja, nimm mal mit. Was ist das? Den Geldkoffer mische ich jetzt nicht. Hä, was war das denn? Ihr habt's auch gehört, oder? Hier. Ich sag nichts dazu. So, der Radarpasser 3000 ist installiert. So. Choke sollte man vielleicht mal rausziehen. Vielleicht noch ein Stück hinter. Ja, so sieht's gut aus. So, dann nochmal Choke 9. Und dann geht's direkt los, oder? Würde ich sagen. Und go. Erster Gang. Auf geht's. Ab in die City. Ganz entspannte Nummer. Da kommt der LKW. Ei, die Witzka. YOLO.
guck sie dir an. Wer da wieder da ist, ne? Vorsicht, Schild. So. Guck mal, eigentlich schon die Güllekunden hier in der City machen. Dann haben wir das weg, dann brauchen wir das bloß nämlich noch abgeben. In der nächsten Folge und dann können wir die restlichen Güllekunden machen. Dann kriegt man das wunderbar rein, wenn wir eh zwei Folgen das machen. Gott, wackelt die Karre. Eieieiei. Da, gucken wir an. Da fährt er. Oh Mann. Sollten sie echt wegsperren. So. Zack. So, mal sehen, ob er dann immer noch hier steht, wenn wir wiederkommen. Letztens war es aber der VW, glaube ich, der stand, den haben wir auch hier geparkt und stand dann plötzlich hier, ne? Kann ich sehen, dass der Chef den umgeparkt hat. So, Hallöchen, wie geht's Ihnen? Guten Tag. So. Bestandsaufnahme, zack. Na komm, dieses Gefiebe, ne? Jetzt. Boah. Ruhe. Ruhe. So. Wir sind ja noch leer gefahren. Und wollen mit High starten. Dann fahren wir jetzt schnell tanken. Los geht's. Wenn wir die Zeit haben. Dann machen wir noch schnell die zwei Kunden hier. Am nächsten Tag übers ab. Also, oh, ist ein Schwenkbereich wie so ein U-Boot, ey. So, dann machen wir uns hier mal kurz Platz. Ja. Naja, wir bauen ja eh da hinten. So. Boah, irgendwas hat irgendwas gepoltert, so komisch. Weiß aber nicht, was das war. So. Für Greta lassen wir den Motor laufen. So. Mal gucken, wie viel Geld wir das werden. Zack, einmal hier drauf. Let's go. Und schon fertig. Für euch hat es eine Sekunde gedauert, das Tank. Für mich waren es 5 Minuten. Ey, das Tank dauert ja echt so lange. So. 444 Mark. Das kostet wieder Money. So. Na gut. Das muss, ne? Geht's den Jungs noch gut da vorne? Der hat bestimmt Sprit geklaut, oder? Ach, guck mal, den geht's noch gut. Grüß dich. Was? Was? Eine Sushki gelassen? Ja, guck mal, den geht's auch gut. Grüß dich da. Mit deinem überteuerten Fussel. Nee, pass auf nicht, dass ich ein Interieur-Eis stecken, du. Meine Güte. Die legen es aber auch drauf an, ne? So. Hallöchen. Oh, ich krieg Rabatt. Dankeschön. Mach's gut, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, hier stehen zwei Spastis draußen. Würde ich nicht bedienen an deiner Stelle. So. Dann haben wir das auch gemacht. Dann machen wir jetzt noch schnell die zwei Güllekunden. Können wir auch passend zuschnippeln. Wir kennen es ja schon in- und auswendig, ne? So, ganz wichtig ist beim LKW-Fahren immer anschneiden, weil die Strecken sind immer echt ganz schlecht manchmal. Und da rüttelt das so. Da könntest du denken, das ist manchmal ein Frontal-Crash mit dem anderen Auto. Ist es aber nicht. Das sind einfach nur die Streckenverhältnisse. Ganz schlecht. Los, ihr Spastis. Was denn los? Ah, schade. So. Wissen ja anders, bitteschön. Ich kann auch rückwärts fahren mit dem LKW, ne?
du wieder nicht, ne? Brauchst du wieder Anschubshilfe? Ja, boah, jetzt ist es aber, ne? Mucke, ne? Einzige Krankheit. Also sieht man mal den toten Winkel von einem LKW, ne? Man sieht gar nicht, dass da vorne ein Auto so wirklich ist, ne? Ja. Also ich versuche mit ihren Kran mit dem Großen zu messen, ne? Waren die nicht hier lang? Die Zeit haben wir noch. Na, guck mal, wer da kommt. Er versucht es wirklich, ne? Er versucht es wirklich. Rinzebrettern. Ja. Jetzt haben wir uns aber dafür festgefahren, ne? Gut, wenn ihr eine Spaßrunde wollt, bitteschön. Für sowas bin ich immer zu haben. Für sowas bin ich immer zu haben, ne? Deswegen immer anschnallen, ne? Kann ich dir helfen, mein Freund? So. So. Pass auf. Zack. Wie gesagt, anschnallen nicht vergessen. Strecken sind sehr holprig hier. Und let's go. Da, zeig mal dem mal, wie ich gefahren bin, ne? Boing, doing, boing, doing. Boing, doing da hinten. So, hier ist der erste Gullekunde. Den können wir erst später anfahren. Ist er noch da? Ja, er ist, guck mal, so wird gedriftet. Und nie anders. So, paar Süfte, der zeig es. Da ist er. Wir versuchen zu überholen. Süß. Süß. Ja. Inneren Zirkel fahren wir. Schön, wie er driften kann, ne? Aber auch nur dank unserer Hilfe. So. Ist da kein Schleudertrauma da hinten? Kriegt so ein Wunder. So, Achtung, Kinder. LKW. Patsch. Oh, das nennt man Drift. Merkt man das ganze Gewicht da hinten dran. So, jetzt versucht er bitte zu überholen. Jetzt bremsen. Bams. Ja, das funktioniert nicht. Merkst du, das ist ein bisschen schlecht. Ganz schlecht. Oh, guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Wegen dir. So. Würde ich sagen. Der erste gute Kunde, ne? Fahren wir dran vorbei sonst. So. So. Hier gibt es kein Speed Limit. So. Ist er noch da? Er ist noch da. Sehr schön. Armbremse anziehen. Aber oh, wenigstens passende Musik dazu. Jetzt kommt der echte hergelatscht, ne? Oh, der legt sich mit dem an. Hast du dir das Heizungsrohr abgeschraubt? Es ist so laut gerade. Danke. Oh, diese Rieche-Party hier. Der. Hallo, ich muss hier arbeiten. Ich muss nicht über den hier drüber springen. Der ist vorsichtig ins Loch. Das wäre fatal, ne? Ja, geh auf dein Sportsfeld wieder zurück, Mann. Wir sind schon längst nicht mehr dort. Vorsicht! Ist das dein Ernst? Fahr zurück.
zurück. Der rafft's echt nicht, ne? Ich sehe es noch, wir landen hier in dem Loch. So. Ja, hier sind sie durchpressen. Ja. Ja gut, jetzt kommt der doch nicht mehr raus, weil er in der Scheißgrube hier steckt, ne? Ich habe keinen Bock hier reinzufallen. Ja, jetzt. Ja. Ja. Na los. Zieh den Schlauch jetzt hier rein. Party hart beim Güllepumpen hier. Ich freue mich. So. La 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 la. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Hydraulik und rausziehen, wa? Erster Gullekunde. Grüß dich. Oh, endlich grüßt er mal. Hab mal einen Praktikant mitgebracht. Der sorgt ein bisschen für Stimmung hier, ne? Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Boah, selbst hier ist noch saulaut, oder? Aber mal was anderes, ne? Mal ein bisschen Stimmung hier. Das ist immer so tote Hose hier bei euch. Musik macht er so. Ansonsten seine Mitarbeit ist eher so. Oh mein Gott, so. Mann, jetzt, bitte. 1200 Macker. Dabei. Geht doch. 1200 Macker. Neuer Kontostand 7067 Macker. So. Zack. Und zack. Ja, kurz nach dem 8. können wir noch den anderen Kunden machen. Dankeschön, dass du Platz machst. Wenigstens da denkst du mit. Und der Platzwart, der steht da hinten immer noch bei seiner Knarre. Das ist, jeden das seine, ne? So, einmal hier hoch. Für 18 nochmal ausprobieren. Ja. Da fallen diese Flamingo-Tanzen hier, ne? Aber selbst der Schlauch tanzt mit. Der Hose ist dancing. Geht's. Jetzt, wenn ich das kurz schneide hier, die Güllepump-Aktion, kommen wir auf Überlänge heute wieder. Ah ja, ihr wolltet euch freuen. Und zum Wochenstart, warum nicht? Sehr nett, Dankeschön. Party beim Güllepump. Naja, das hat man auch noch nie, oder? So. Zack. Druck aufbauen. Let's go. Weiter geht's. Bist du bereit, Praktikant? So, wir kürzen natürlich hier wieder ab. Vorsicht, ich muss hier lang. Meine Güte. Ich glaube, wir müssen mal auf Low schalten. Jawohl. Nur am Motzen der Typ, ne? So. Das müsste aber passen. Das hat er sich auch ins Haus verkeilt, ne? Ja, solange er dort bleibt, bis ich den Schlauch drin habe. Oder wir machen gleich mal an. Nicht, dass wir nochmal den Schlauch rausziehen müssen. Bevor wir die Schicht vorbei ist, ja, ne? Nein, du hast dich zu früh freigegraben. Ich musste hier noch
Nicht schon wieder ins Loch reinfahren. Nicht schon wieder. Sag ja, Mitarbeit. Unterhaltung kriegt dann eins. Mitarbeit ist ein 6, ne? Was ist denn heute mit dem Schlauch los? Der will auch nicht, ne? Ich sage, dass sich diesmal alleine entfaltet. Grüß dich, mein Freund. Ja, Bier trinken ist wichtiger als grüßen. Wie immer. Unhöflich. Grüß dich. Ah, jetzt schon. Wie gesagt, ich habe einen Praktikant mit, der uns, hält uns ein bisschen. Das macht er ganz gut, Mitarbeit. Naja, was soll ich dazu sagen, ne? So. Während er hier schön am Trinken ist, machen wir da mit. Bitteschön. Pfand darfst du auch behalten, ne? Was meckerst du denn? Hä? Boah, klappt der. So, hör zu. Wait a minute. Ich glaube, er hat eine Flasche gekackt. Wir müssen noch zur guten Ladestation. Dankeschön. 1200 Marker. Neuer Kontostand. 8267 Macker. Und ich bin echt froh, wenn es ja dann ruhig ist, ne? Also den zweiten Probearbeitstag wird er nicht mitmachen, das kann ich euch versprechen. Du weißt schon, dass wir beim Kunden sind, ne? Du weißt schon, dass wir beim Kunden sind, da können wir langfahren. Meine Güte, ey. So Schwein. So. Ruhe! Sehr. Knast wird rufen. Ich freue mich jetzt schon. Der macht Lärm, der macht Lärm. Ist nur am Rummotzen. Kannst du nicht vertrauen? Vorsicht! Alter. So, jetzt schnell Schlag raus. Oh, Entschuldigung. Hab sie ja nicht gesehen. So. Sehr schön. Das Deckel drauf. So, Feierabend für heute. Ab zur Gülle Entladestation. Bei der Musik, da kannst du ja nur krachen gehen, ey. So. Ich glaube, wir könnten. Was ist das? Nein. Das hier. Und let's go. Stopp. Und let's go. Wollen wir ein bisschen was sehen, ne? So. Er hängt auf wunderbar dran. Nur, dass wir jetzt gerade nicht ganz so schnell sind, weil wir schon mindestens gut 5000 Liter AA an Bord haben. So, dein Kollege ist weg, ne? So. Habe ich nicht gesagt, wo wird unser Satsuma stehen? So, mal sehen, ob er dann immer noch hier steht, wenn wir wiederkommen. Alter Falter. Ich glaube, die Spastis haben sich gerecht an uns.
Mein Sommercamp macht sehr viel Spaß. Man kann auch sehr viel Mist bauen. Aber wenn man dann sieht, wie das Auto, was du ordentlich geparkt hast, in Einzelteilen zerlegt, einfach mal auf der anderen Seite des Zauns liegt. Auspuff ab, Kofferraum, alles ab. Windschutzscheibe, ja, kaputt, na klar. Das Ding ist schrottreif schon, jetzt. Und das macht dann keinen Spaß, ne? Wenn man sowas dann sieht. Randale an unserem Satsuma. Ein trauriges Bild. Auf der einen Seite ein trauriges Bild. Randale an unserem Vandale. Vandalismus ist es eher, ne? Vandale an unserem Satsuma. Und auf der anderen Seite das Lustige. Wie einer der Spastis hier versucht, sich einfach mal vom LKW zu lösen. Gut, in der nächsten Folge am Mittwoch. Ich gehe mal ein bisschen weg, das ist echt zu laut langsam. Ja, am besten hier an den Eingang rein. So. Ja, in der nächsten Folge am Mittwoch werden wir, wie gesagt, dann die Gülle hier abgeben. Und dann werden wir alleine in Ruhe die restlichen drei Güllekunden noch machen. Werden unsere GT-Felgen holen. Werden hier zurückkehren. Und dann werden wir mal gucken, was wir am Freitag an unserem Satsuma noch retten können. Katastrophe. Das tut schon weh. Das ist lustig. Das tut weh. Gut, an dieser Stelle bin ich erstmal raus. Das war eine neue Folge von My Sommer. Kam wieder mal mit Überlänge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch zu einer neuen Folge wieder. Kommt gut in die neue Woche rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. An dieser Stelle bin ich raus. Macht's gut. Und ciao.